Sie nimmt wieder Platz. Der Marc von BGW ist hier. Zweites Video mit Tamara am gleichen Tag. Keine 5 Minuten vergangen, seit du hier bist. Seit er nicht gerade rausgemalt ist. Wir haben doch spontan über den Lippenbanden gesprochen. Du sagst, Mensch, ich habe jetzt gehabt, jetzt gern wieder, geht's noch. Geht's machen, fertig. Gut. Genau. So mag ich das. Betäuben. Lippe bitte hochziehen. Kann ich wieder runterlassen, das war's. Das ist ein bisschen betäubt, den gesamten Mustermaus, der schmeckt lecker. Mhm. Na, was schmeckt's? Es brennt einfach nur. Das ist richtig. Das hat einen Geschmack. Na, was schmeckt's? Jetzt fehlt mir nichts an. Jetzt fehlt mir nichts auf. Bananen. Echt? Weißt du nicht? Es ist so krass. Manche Kunden sagen sofort, das schmeckt nach Banane. Und es soll auch nach Banane schmecken. Und andere sagen, nee, es brennt oder schmeckt nicht. Andere sagen, es schmeckt, schmeckt scheiße. Es gibt nur die drei Möglichkeiten. Banane, brennt oder scheiße. So, egal. Ich mag hier keine Banane. Ich auch nicht. Ihr siehst das immer nicht so ein. Ich weiß deswegen gar nicht, wie es schmeckt. So schmeckt Banane. Ja? Glitzerstein oder offener Ring? Also entweder wäre Glitzerstein so. Das ist klassisch, ist ein Smiley. Finde ich persönlich schön. Alternativ, was viele machen, ich zeige es beim Septum nur, ist quasi der offene Ring mit zwei Kugeln. Natürlich nicht an der Nase, sondern im Smiley, aber es ist genau der gleiche Ring, quasi nur da an der Farbe. Hast du den rosa auch wieder? Ich schaue, ich glaube nicht. Nein. Nein. Also nur in Silber. Ja. Okay. Wir sagen ja zu Silber. Du kannst später, ich habe ihn in Rosa, natürlich, später. Jetzt nicht. Ich sage dir meine ehrliche Meinung, nicht weil ich ihn in Weiß habe, aber das ist glaube ich auch der Grund. Ich hatte ihn früher auch in Rosa hier oben, habe es aber nicht mehr da, weil es keiner wollte. Ich empfehle dir, du hättest es gewonnen. Aber es ist zu spät, es ist nicht da, es gibt es nicht. Also warum empfehle ich es nicht? Ich empfehle es einen Grund nicht. Rosa ist schön bei anderen Stellen. Im Mund drin finde ich persönlich, wenn du lachst und du bist weiter weg und das nicht so ein krasses Licht wie hier drin und du machst ein Foto, dann ist es zu 90% so, dass man denken würde, so hast von weiter weg oder so, wenn du in der Bar stehst oder irgendwo unterwegs bist, abends, dass man denkt, boah, die hat einen schwarzen Zahn oder ein Loch am Zahn. Weil du siehst von weiter weg, okay, dann ist rosa, wird dunkel, das Licht schluckt es nicht mehr und dann sieht es aus wie ein dunkler oder schwarzer Punkt. Und bei einem weißen Stein ist egal, wie viel Licht du hast, du siehst es eigentlich immer funkeln. Und bei den Farben wie Blau, Türkis, Rosa, da ist es rot, da ist es immer so von der Nähe cool bei Licht, ja. Und beim Alltag denkt man oft so, sonst bei der Weg denkst du, was hat das mit der? Ja, ah, okay, dann gibt es nicht. Aber deswegen bin ich nicht so ein Farbfan beim Smiley. Okay. Später darfst du es gerne haben. Das ist nur der Grund, warum ich es quasi am Anfang auch nicht habe, weil wir hatten halt dann oft schon den Fall, dass die Leute dann nach ein paar Tagen geschrieben haben und sagen, hey, das sieht ja voll kacke aus und ich habe jetzt ein Foto gemacht und war da weg und dann denkt man, ich habe einen schwarzen Zahn. Und dann kann ich es halt nicht wechseln auch in der ersten Zeit. Also ich habe am Anfang nur noch die weißen da. Ich habe auch keinen Bestand mehr, weil ich einfach das Problem mit dem Kunden nicht möchte. Ja? Okay. Gut. Verstanden? Akzeptiert? Ja. Gut. Bleibt eh nichts anderes übrig. Aber trotzdem. Ich möchte nur erklären, warum. Ja, das ja. Das ist weiß, das Licht. Ich werde hier mischen was. So, meine Liebe, los geht's. Du solltest mittlerweile spüren, dass du nichts mehr spürst. Ist das so? Ja. Okay. Dann werden wir das mal fix. So, kommt mal hin. So, und nee, kann ich. Nicht? Einfach locker was. Okay. Ich mache jetzt alles. Das war's. Und? Oh. Dann bitte. Also es war schlimmer als das Helix. Was? Ja. Wirklich? Mhm. Also ich wollte dich nicht verarschen, als ich dir gesagt habe, dass du mit der Betäubung kaum noch was spürst. Das heißt, echt schlimmer. Mhm. Das ist immer der Grund, das ist heute nicht böse gemeint von mir. Dann bist du echt eine ganz empfindliche. Also, wenn du meine Videos anschaust, schau dir bitte 5 Piercing-Videos an zum Lippenband. Mach das, ja? Wenn du daheim bist, schaust du bitte 5
Lippenbandpiercing gewesen ist. Ja. Sondern für die Träne vom Kollegen ist. Da schaust du dir 5 Stück an. Ja? Und in allen 5 wirst du wirklich sehen, dass die Kunden sagen können, so, gar nicht gespürt. Das wundert mich jetzt echt total, weil ich versuche den Leuten ja schon, wenn sie mich fragen, wie fühlt sich an, das schon ehrlich zu sagen. Und dann fragt ein Dustbill, sag ich, das tut nicht scheiße weh oder Brust, und sag ich, ja, dann müssen wir uns doch vorher schon das weh tut. Weil ich den Leuten immer das sagen will, was auch wirklich ist, weil dann denkt, dann merkt es viel besser für den Körper. Ja. Aber beim Lippenband will ich wirklich sagen, weil es so viel sagen zu mir, das war jetzt gar nichts. Also das Helix wird nicht gespürt, das schon. Nee, ist es da auch ein bisschen gejammert. Ja, aber trotzdem. Gut, du bist einfach vielleicht gerade ein bisschen empfindlich. Gibt es ja auch Tage, wo man hör mal, so Körper nicht so Bock auf Schmerzen hat und andere sagt, mit der Körper alles noch da. Gibt es ja auch. So. Aber es war bei dir auf jeden Fall viel weniger schmerzhaft als beim ersten Mal, wenn du es mir schlechter lassen. Ja, aber das also reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Jetzt versuchst du mich zu retten. Ich bin einfach ein schlechter Piercer, ich kann es halt nicht gescheit. Ja. Das ist, nein, ich bin gar nicht böse. Mir tut es immer leid, wenn ich einem Kunden sage, hey, es tut nicht weh, dann sagst du, es tut weh. Da denkst du, ich habe dich angelogen, das war wirklich nicht so. Gut. Einmal gucken. Schön. Wenigstens ist es schön. Ja. Ja. Einmal gucken. Jawohl, dann ist es schön. Also es hat sich ausgezahlt, trotz diesem kurzen Schmerz. Ja, ich habe mich entschieden, es kann sein, dass es vielleicht deswegen auch wieder gezwickt hat, ich habe dich aber nicht gefragt. Ich habe gesehen, wo das alte war und die Stelle hat mir eigentlich von der Positionierung gefallen. Und natürlich, wenn ich durch eine Vernarbung steche, kann das einen Hauch unangenehmer sein, aber da es eh für mich die Stelle war, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne hin, dachte ich mir, da frage ich jetzt nicht, weil ich sage, naja, da machen wir es woanders. Deswegen habe ich gedacht, ich mache es einfach, dass es gut aussieht und du sitzt und gut ist. Ja. Es könnte eine Erklärung sein, aber egal. Die dem auch sein. Hier haben wir eine andere Pflege. Und zwar nehme ich heute den Mundspüler mit Mundspray, meine Lieben. Also, Mundspüler, Mundspray. Was machen wir hier? Zuerst die Zähne putzen, gründlich. Wie immer. So. Nach dem Zähneputzen bitte die Mundspülung nehmen. Da ist ein Messbecher drin. Da reichen uns 10 Milliliter. Damit spülen wir eine Minute lang aus. Ja? Nach dem Zähneputzen. Dann nehmen wir die Mundspray. Ich glaube, für den Mundspray drauf, nicht der normale Mundspray. Und den sprühst du dir tagsüber. Alles, was du rauchst, trinkst, küsst, das ist, zweimal im Mund rein. Das Ding hast du in der Hosentasche in der Arbeit dabei. Und das andere ist zu Hause im Schrank bei der Zahnbürste. Okay? Okay. Gut. Rauchst du? Gut. Milchprodukte darfst du trinken, Essen darfst du ganz normal küssen, rauchen, Alkohol, alles erlaubt. Da ist nichts dabei. Okay? So, diese Handschrift drin. Gut, meine Liebe. Noch Fragen? Nein. Haben wir es auch mal geschafft. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und dir auch nochmal fürs Sprechen. Das war das zweite Video mit der Tamara. Gerade was es kommt und jetzt ist es Lippenband. In diesem Sinne, schönen Abend. Ciao.